So Leute, DHL war da, das sieht man hier oben an diesen drei Buchstaben, kurz vor dem abgeklebten. Einer hat also eBay was bestellt. Ja, ich weiß, was drin ist. Er nicht. Ihr auch noch nicht. Wollen wir mal schauen, was da zutage kommt. Das ist normales Paket. Ein Paket. Ein Paket. Immer noch ein Paket. Ja, ne? Wollen wir mal schauen, ne? Ach komm, jetzt könnte er mich. Jetzt habe ich aber die Nase voll. Und eine Rechnung? Ja, eine Rechnung ist auch immer gut. Das ist aber schon bezahlt, wurde per PayPal bezahlt. Von meiner einer. Ach, könnt ihr ruhig lesen. Ist egal. Das von Revell ist, wusste ich. Build and Play. So ein Klicksystem ist das. Von Revell. Hat mir gefallen, der Preis war in Ordnung. Bin ich mal gespannt, wenn wir mal ausprobieren. Ja, Logo. Oder meinst du, ich hätte es gekauft, um es die ganze Zeit festzuhalten? Berlin Bricks hat sowas ähnliches von Airfix vorgestellt. Die haben auch Noppen dran und am Ende sieht es aus wie ein Revell-Modell. Echt? Ja. Woher weißt du Sachen, die ich nicht weiß? Tja, ich informiere mich halt. Alter Schwede. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es gibt ein kurzes Haul, weil es ja irgendwie, ja doch, vielleicht ein bisschen zu Klemmbausteinen gehört. Hallo Leute, DHL war da, das seht ihr hier an diesen Buchstaben. Und hat uns hier dieses wunderschöne, boah, ist das Ding schwer. Super eingepackt, also wir haben schon öfters von dem jungen Mann was gekauft. Ich will hoffen, dass er jung ist und nicht so ein Rentner wie ich. Okay, haben wir schon öfters was gekauft. Sehr tolle Ware. Tut mir leid, wir müssen ihn einfach loben. Nicht nur, dass er sagt, wir sollen ihn loben, sondern weil es so ist. So, da haben wir erstmal eine Ladung Papier. Und dann haben wir Dutte. Jede Menge Tüten. Ein Fahrzeug. Gelb-Schwarz-Tüte. Dann haben wir nur schwarz, ne? Ja, nur schwarz. So ziemlich dunkel. Dann haben wir hier was. Feines. Ein buntes Durcheinander. Da gibt es dann wahrscheinlich die Anleitung. Ja. Dann haben wir ein Modbricks. Was ist das? Cyberpunk Car. Cyberpunk. Das ist dasselbe, ne? Keine Ahnung. Mal schauen. Wir werden es erleben, ne? Das sind alles verschiedene Fahrzeuge nochmal. So cool. Abstellwagen und sowas. Ah ja, das hört sich gut an. Dann packen wir es wieder ein. Da haben wir reichlich zu bauen. Ja. Und weil wir keinen Bock zum Bauen haben, fahren wir in Urlaub. Das stimmt nicht, wir haben Bock zu bauen. Also ich habe zumindest Bock zu bauen. Ja, ich auch. Also gerade Fahrzeuge, da bin ich immer dabei. Ja. So, das lassen wir so, das tue ich. Mal sehen, vielleicht kommt ja noch was dazu, ne? Ja, bestimmt. Okay. Hallo Leute, DHL war da. Absender haben wir schon weggerissen. Und zwar ist das von eBay Kleinanzeigen, ne? Nee, nur von Kleinanzeigen. Nur von Kleinanzeigen? Gibt ja keine Ach so, eBay mehr. eBay Kleinanzeigen gibt es ja schon gar nicht mehr. Er war mal wieder so gierig und hat schon aufgemacht. Da haben wir da mal ein bisschen was bestellt. Und zwar das. Ja. Ein paar Playmobil-Figuren. Und da wir hier viele Leute haben, die Häuser bauen, gab es das umsonst dazu. Genau, die hat er gerade zu verschenken gehabt und da habe ich die gerade mitgenommen. 5 Meter Kunststoff-Leerrohr. 6-mal. 6-mal. Nehmen wir gerne. Wir haben ja sehr viele, die bauen und die freuen sich über sowas. Kann man auch für viele andere Sachen benutzen. Genau. Zum Beispiel hier zum Verlegen für Kabel, ne? Leerrohr. Ne?
ist nichts drin, man kann was reintun. Ja. Ne? Mein Automechaniker hat mir die Dinger ins Auto reingemacht als Marderschutz. Dann können die nämlich nicht ans Kabel ran. Ja. Auch eine Möglichkeit. Ja, gut, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Und das war's für uns. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Die werden jetzt demnächst gewaschen und gebügelt. Hallo Leute. Das Amazonle war da und hat uns ein Bäckle gebracht. Gut, ich bin, dass das mit dem Tier liegt. Ja, wie gesagt, Amazon war da. Hat uns so ein Paketchen gebracht. Ja, ohne Bärlauch. Gerade was ganz Tolles gehört. Ja. Ich glaube, wir müssen mal so Kanalempfehlungen auch machen. Ja, müssen wir unbedingt mal machen. Damit die Leute auch was zu lachen haben. Wenn ihr Kanalempfehlungen von uns haben wollt, wo was Witziges zu sehen ist oder sowas, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Campertruck. Kennen wir irgendwer. Ja, der kommt mir unheimlich bekannt vor. Mit einem anderen Logo. Ja. Ist ein schönes 2-in-1 Modell. Mal gucken, wie es sein gibt. Verschiedene Modis davon. Der sieht gut aus. Und wir wollten es dann einfach mal selber angucken. Ja. Mal einen Vergleich machen. Genau. Weil der andere von Funhole, der ist ja im Fenster. Ja. Ja. Den werden wir irgendwann aufbauen und schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr von dem Ding haltet oder von der Konkurrenzfirma. Habt ihr ihn schon mal aufgebaut? Einen habe ich schon aufgebaut, soweit ich weiß. Matchbox hatten mal probiert, hatten irgendwie total zerrissen wieder. Matchbox werden wir uns so ein bisschen auseinandersetzen, mal gucken, was er da gemacht hat. Und noch einer hat ihn komplett gebaut. Ich glaube, Ronnie B. Bin ich mir nicht sicher. Ja. Ja, dann würde ich sagen, schreibt uns in die Kommentare, was haltet ihr davon, dass wir sowas machen? Und ja, dann würde ich doch mal sagen, das war's für heute. Und wir verabschieden uns mit, wir sehen uns im nächsten Video. Tschö. Tschö.